erstmal herzlich willkommen, Leute. 4 Wochen ist jetzt her. Das war ein Monat, das kann ich euch sagen. Das war von da rennen bis da rennen und hier rennen. Und zum Schluss hat es dann doch geklappt. Also es geht hier um Felgen, Rad, Reifenkombination mit Gewindefahrwerk eintragen. Und ich zeige euch mal jetzt in dem Video, worauf ihr achten müsst, worauf der TÜV guckt. So, meine Lieben, das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, die Aufnahmen, die waren vor 4 Wochen. Charlie ist jetzt alles eingetragen. Ich will euch in diesem Video erklären, wie, was ihr darauf achten müsst oder wo ihr darauf achten müsst. Ja, und er ist ein Stück höher wiedergekommen. Also doch nicht so, wie ich es wollte, aber dass es TÜV-konform ist, musste ich das machen. Aber ich würde jetzt sagen, wir schauen uns erstmal das Auto an und dann erkläre ich euch, was ihr braucht und worauf ihr euch einstellen könnt. Die Felgen hier, die sind vom E90, das sind Styling 32er, unschwer zu erkennen. Das sind die Styling 32, die 8x17 mit der ET34. Vom 5er, die haben ja mit der, die haben ja die ET20, jetzt wollte ich schon wieder was falsch sagen. Die haben ja die ED20, die sind ja mit mehr Tiefbett und das sind halt die ohne Tiefbett. Erkennen tut man die immer gerne, weil die hier abgerundet sind und die normalen E36 sind einfach gerade oder die vom 5er sind hier gerade. Und zur Eintragung braucht ihr von der Felge selber ein Traglastgutachten von BMW. Wie bekommt ihr dieses Traglastgutachten? Ihr meldet euch erstmal bei BMW. Also nicht beim Hersteller um die Ecke, sondern BMW direkt aus München, müsst ihr eine E-Mail hinschreiben und die schreiben euch dann zurück. Die hätten dann gerne von der Felge die Teilennummer. Also die Teilennummer steht jetzt bei der Felge zum Beispiel hinten dran. Die braucht BMW, um euch dann das Traglastgutachten auszuhändigen. Und ja, wenn ihr dann das habt, dann ist die Geschichte schon mal abgeschlossen. Dann braucht ihr für euren Reifen eine Freigabe. Das heißt, hier habe ich jetzt einen Nexen. Das ist jetzt ein Winterreifen, weil der Charlie ja auch im Winter fährt. Und ich habe mir dann gedacht, ich hole mir jetzt gleich Winterreifen. Ihr braucht halt für den Reifen an sich eine Freigabe für die Felge. Also ich bin jetzt auf Nexen gegangen, auf die Herstellerseite, habe dann da so ein Formular ausgefüllt und die haben mir dann einen Tag später per E-Mail eine Reifenfreigabe für den Reifen, was ich mir ausgesucht habe, zukommen lassen. Das ist jetzt zum Beispiel der Nexen Winter Sport 2 und den darf ich jetzt, wie gesagt, auf einer 8er Felge fahren, also 8J. Und das ist die Reifengröße 215 40 R17. Also, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Genau, das dazu. Ich habe jetzt hier ein TA Technics Fahrwerk drin und das TA Technics Fahrwerk kann man, ich blende euch mal ein Bild ein, aufs Restgewinde schrauben. So, das war bei mir auch so. Der hat auch nicht mit dieser ET34 und diesen Reifen hier geschliffen. Wir haben dann links und rechts verschränkt. Wir hatten da locker noch so einen Kugelschreiberplatz, dass man da durchschieben konnte hier. Und hinten beim Verschränken. Und jetzt kriege ich die ganze Hand da rein. Seht ihr ja. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber BMW hat sowieso so eine Dimension. Wenn man das mal sich von der Seite, stelle ich mal da vorne hin. Wenn man das sich von der Seite so anschaut,
ist sowieso optisch das Rathaus vorne zu hinten höher. Ich meine, bleibt mal da stehen. Wenn man das jetzt sich hier so anschaut, diese Linie, ne? Rathaus vorne höher als hinten. Und wenn ihr, jetzt sagen wir mal so, es gleich einstellt, hinten wie vorne, dann hat es einen optischen Hängearsch, der E36. Ist so. Musst du mal von der Seite anschauen. Ich habe es jetzt so gemacht, vorne ist jetzt 12 mm Restgewinde und hinten 1,5. Und desbezüglich ist er dann nicht ganz so ein Hängearsch drin. Hinten ein Ticken höher. Und die Radkante, also Bördelkante, bis hier sind es jetzt 324 und hinten sind es 305. Also, dass ihr euch mal so vorstellen könnt, wie oder was da jetzt abgeht. Und jetzt kommt der knackende Punkt. Ich hätte auf 0 fahren können. Klingt jetzt wie auf 0 Bahn, ne? Ja, der Kollege will hier TA Luftfahrwerk, also wenn TA zuschaut, sponsert uns mal. Machen wir auch guten Videocontent. Auf jeden Fall. Ich hätte auf Restgewinde fahren können, also auf 0 Restgewinde. Ja, doch, ne? Und eines hat der TÜV mir leider bemängelt, die Bodenfreiheit. Ich hatte keine 8 cm. Das müsst ihr beachten. Zur beweglichen Teilen hat er gesagt, also bewegliche Teile ist hier Stoßstange oder Plastikansätze und so ein Zeugs, ne? Hat er gesagt, 7 cm. Ne? Und der E36 hat ein Problem. Der hat hier unten, ich zeige es immer auf der anderen Seite, da sieht man es vielleicht besser. Wenn wir jetzt da drunter schauen. Also der hat jetzt hier unten, jeder normale E36-Fahrer kennt den Rahmen da unten. Du kannst ja ein weiter herkommen, dann sieht man das vielleicht. Ich habe jetzt hier mein TÜV-Hölzchen. Das hat jetzt 8 cm, meine ich. Und es geht gerade da, gut, jetzt hier liegt lauter Dreck da und wir stehen jetzt blöd am Berg, weil die Handbremse angezogen ist und so. Aber der passt in der Garage hier drunter und beim TÜV ging der auch drunter. Und hier geht es jetzt bloß nicht drunter, weil wir jetzt am Hang stehen und dann drückt der hinten mit dem Arsch nach unten, weil die Handbremse ja angezogen ist. Dann geht er nämlich hinten auch nochmal runter und dann passt es jetzt nicht drunter. Ist so, ich muss da deswegen auch hinten höher mit. Und das Ding muss da drunter gehen. Wenn das nicht drunter geht, könnt ihr vergessen. Ihr könnt einen E36 hier in Deutschland nicht so legal tief fahren, wenn keine 8 cm Bodenfreiheit da sind. Nur von meiner Seite ein Tipp, der TÜV-Prüfer wird da wahrscheinlich drauf gucken. Wenn ihr einen habt, der da nicht drauf guckt, dann habt ihr Glück gehabt. Ne? Bei mir war es halt im Fall, der hat da geguckt. Und ja, auf jeden Fall ist jetzt alles eingetragen, das ist schon mal wichtig. Ich zeige euch mal, wie das ausschauen muss. Also hier steht jetzt das Fahrwerk selber mit der Bezeichnung der Feder. Und hier hinten steht jetzt hier da Bördelkante, Vorderachse, bla bla bla, 324 und hinten 305. So, das ist halt wie gesagt das Maß von da bis da. Und er hat mir auch noch die Gewinde-Restlänge mit eingetragen. Das siehst du hier, 12 vorne und hinten 15. Der hat nämlich gesagt, falls sich das setzen wird, das setzt sich ja mindestens nochmal einen halben, ne? Also mindestens vielleicht einen Zentimeter, wenn es hochkommt, um zu beweisen, dass ich an dem Fahrwerk nichts verstellt habe, hat er die Gewinde-Restlänge mit eingetragen. Ja, das nur mal so für euch. War übrigens eine 19-2-21er, also eine Einzelabnahme. Und bei mir stand jetzt im TÜV-Gutachten drin, unverzüglich eintragen. Jetzt habe ich da irgendwie so ein Viech im Gesicht. Unverzüglich eintragen heißt, ihr fahrt am besten noch nach der Abnahme vom TÜV zur Zulassungsstelle und lässt euch einen Schein eintragen. Wenn drin steht, beim nächstgelegenen
könnt ihr das eintragen, wenn ihr zum Beispiel umzieht oder euren Schein andersweitig was eintragen müsst, so oder so, dann könnt ihr es mitmachen. Das nur mal so zum Beispiel. Eines wollte ich noch sagen. Dazu habe ich leider, glaube ich, nur Bilder gemacht. Ich mache das immer so, bei den Fahrwerken, wo die Schrift drauf ist, auf den Federn, klebe ich einen Taserfilm drüber, also ein Klebeband, um die Nummern nach ein paar Monaten oder Jahren noch lesen zu können. Weil der TÜV kontrolliert es ja, oder unsere liebe Verkehrsüberwachung. Also auf gut Deutsch ausgedrückt. Also die Streifenhörnchen, genau. Die schönen Streifenhörnchen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Charlie ist jetzt nicht ganz so tief, wie ich eigentlich gerne hätte wollen würde, aber lieber so, als gar nicht eingetragen, weil, ach, ich mehr es gar nicht aus, da die Geschichten wieder brauchen wir nicht ausmehren, oder? Was wir da hatten. Mir fällt noch was zum Schluss ein. Der TÜV-Prüfer. So, ich dachte, da kommt der Reh raus. Der TÜV-Prüfer hat mich gelobt, weil ich von dem Fahrwerk, von den Felgen, separat schon von meiner Wenigkeit schon allein das alles fotografiert hatte, bevor es alles zusammengebaut war. So war es für ihn leichter, auch noch mal kurz nachzuvollziehen, was ich da mache. Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Und was ganz wichtig ist, nach dem Fahrwerkeinbau verschränkt ihr euch auf der Bühne. Der TÜV-Prüfer, wo jetzt mein Auto abgenommen hat, der war echt überrascht, dass der nirgendwo schleift. Weil wir dann schon vor Haus aus verschränkt haben, gleich nach dem Fahrwerk. Also mit dem Einbau vom Fahrwerk. Deswegen nicht einfach bloß tiefschrauben und auf gut Glück zum TÜV fahren, weil das ist dann wie ein Sechser im Lotto. Macht es am besten gleich vernünftig und beachtet alles. Wie gesagt, Bodenfreiheit und das und Zell und hier. Und dann sollte da auch nichts im Weg stehen. Also, ne, das ist bloß sonst nervig und stressig und für beide Parteien nicht so gut, wenn der TÜV-Prüfer dann genervt ist, weil das und das nicht passt. Du genervt bist, weil du das eingetragen bekommen hast. Also von daher, beide Parteien verstehe ich, wenn der eine das macht, der andere das macht. Ne, ja, genau. Ja, Charlie ist jetzt tief. Nicht so tief, wie ich wollte. Aber in dem Sinne, ihr habt euch ja so ein Video gewünscht, Radreifenkombination. Wenn ihr alles beachtet, was ich euch jetzt aufgelistet habe, dann sollte da auch der Eintrag nichts im Wege stehen. Also wie gesagt, ihr braucht ein Treibhausgutachten für die Felge. Ihr braucht eine Reifenfreigabe für den Reifen, für die Felge. Ihr braucht, gut, bei eurem Fahrwerk, wenn ihr jetzt ein neues drin habt, das Gutachten, das habt ihr ja dann dabei. Was auch ganz wichtig ist, die Scheinwerfer. Kanten, Unterkante wird gemessen. Ihr dürft nicht weiter runterkommen als 50. Bei mir mit Linsenscheinwerfer hat es gepasst. Der hat sich sowieso bei mir hat er gesagt, ja, zum Glück hast du Linse drin, weil normalen Scheinwerfer wäre es nicht gegangen. Deswegen baut sich jeder Tuner einen Linsenscheinwerfer ein. Und ja, genau. Ja, ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viel im heißen Brei geredet, aber ich glaube, das können wir mal so stehen lassen. Ich bin ja auch nicht allwissend. Also wenn ich was vergessen haben sollte, dann kann man es nachtragen in den Kommentaren. Aber ich denke, ich habe alles gesagt. Ne? Ja. Ach ja, und nicht vergessen, Spur einzustellen, weil ihr fahrt euch entweder die Reifen ab, aber was auch noch ganz wichtig ist, im Gutachten steht es drin, unverzüglich Achsvermessung. Das, wenn drin steht im Gutachten, dann will der TÜV-Prüfer das auch sehen. Bei mir im TA-Fahrwerk stand es drin. Und Lichtaustrittskante steht drin, muss überprüft werden. Die hat er zwar jetzt nicht überprüft, aber nur mal so, dass ihr es wisst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, Daumen nach oben, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Geschichte haltet. Und ja, ja, beste Grüße gehen raus an TA und sonst wer. Auch wer hier. Achso, das muss ich noch dazu sehen. Es ist kein Teil gesponsert. Alles aus eigener Tasche. Diesmal. Das letzte Fahrwerk war ja gesponsert. Vom 323.
Das wissen sie aber auch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich verabschiede mich jetzt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wo es eventuell richtig ballert. Mehr sage ich dazu nicht. Ciao. So, Videos gedreht, jetzt können wir wieder runterschrauben.